Hey und ein herzliches Willkommen zurück zur neuen Video-Review. Und zwar heute Transformers Studio Series Voyager Class Constructicon Longhorn. Und ja, haben wir schon. Bevor wir aber zur Figur kommen, schauen wir uns kurz die Verpackung an und dann legen wir auch schon los. Und hier haben wir auch schon die Verpackung vor uns. Hier sehen wir ein Artwork von Longhorn, die Nummer 42 Studio Series Constructicon Longhorn Transformers Revenge of the Fallen Decepticon. Ab 8 Jahren von Hasbro haben wir Transformers Generations Takara Tomy. Auf der Seite haben wir Devastator mit dem Devastator-Symbol diesmal drauf. Kein Autobot, was super ist. Haben wir ein weiteres Artwork von Longhorn Nummer 42 Studio Series Voyager Class, Voyager Klasse, Voyager. Und auf der hinteren Seite haben wir alle unsere Product Shots von der Figur selbst. Hier haben wir einmal Longhorn im Robotermodus und auch im Fahrzeugmodus. Verwandelt sich in 21 Schritten. Und dazu erhältlich, je nach Verfügbarkeit, den Studio Series KSI Boss. Den würde ich mir auch natürlich holen, der fehlt mir auch in der Sammlung. Auch wenn er ein Retool oder Remote von Nitro Zeus, The Last Night oder Dark of the Moon Thundercracker ist. Von der Studio Series Rider. Weil ja, macht nichts, aber ja. Dann haben wir hier Kampf in der Pyramidenwüste drauf und natürlich hier ein kleiner Satz, was er halt macht oder was, ja, was seine Future sind. Constructicon Longhorn tut sich mit seinen Kameraden zusammen, um die Form von Constructicon Devastator anzunehmen. Also ja, das ist auch mein allererster Constructicon. Und ja, das war's auch schon von der Verpackung. Ja, hier oben noch der Transformers Revenge of the Fallen Schriftzug und hier unten nichts. Und ja, das war's auch schon von der Verpackung. Kommen wir nun zur Figur. Und hier haben wir ja auch noch schon Longhorn in seinem Truck-Modus. Bevor wir aber zu ihm kommen, schauen wir uns kurz nochmal die Anleitung an. Ja, so sieht die Anleitung vom Longhorn aus. Blau, violett mit Constructicon drauf. Und auf der Seite haben wir dann halt, wie man vom Robotermodus in den Fahrzeugmodus kommt. Hier sieht man dann auch Devastator kombinierbar, ne? Und hier sieht man halt, wie man den vom Fahrzeugmodus in den Fußmodus transformiert. Das habe ich vergessen beim Unboxing-Video zu sagen, deshalb verlinke ich euch dieses Unboxing-Video links unten in der Beschreibung. Checkt es gerne mal ab. Und ja, nichtsdestotrotz kommen wir zu Devastator Longhorn in seinen Truck-Modus. Und ja, er ist eine Baumaschine. Also, was heißt Baumaschine? Er gehört zu den Baumaschinen. Ja, Devastator ist halt so ein besteht aus Baumaschinen halt. Wie zum Beispiel die Fahrzeugformen von Fahrzeugen, die halt auf einer Baustelle genutzt werden, auf Riesenbaustellen. Ja, so war das halt in der Wüste, wo Longhorn in seinem, ja, Truck war. Und schauen wir uns mal die Details genauer an. Ja. So, ein bisschen fokussieren muss ja. Und hier sehen wir halt viele Details. Die Scheinwerfer sind in Silber. Haben wir hier den Frontgrill ist in Gunmetal Grau. So eine Gunmetal Farbe. Dann haben wir hier viele Details an der Front. Die Scheiben sind in Blau mit schwarzen Türen. Haben wir hier eine schwarze Streife mit Details drauf. Haben wir hier unten Silber bemalt und hier den Kühler oder so ein Kühlfach oder so ein Kühlerlüftungsschacht von Longhorn drauf, was auch in Gunmetal Grey ist, sage ich das mal auf Englisch. Und da haben wir hier die Reifen, die sind auch hoch detailliert innen drin, leider in Grün. Hätte mir da Silber gewünscht oder Schwarz. Aber schwarz sind ja schon die Reifen, deshalb lieber eher gesagt Gunmetal Grey. Aber nichtsdestotrotz ist es wunderbar, es anzusehen. Und ja, die hinteren lassen sich besser bewegen als die vorderen. Und ja, so sieht es halt vom oberen Fahrzeugmodus. Hier sind die Hände, was nicht weiter schlimm ist. Na,
und hat sein Bestes versucht. Dann haben wir das gleich auf der anderen Seite. Und ja, so viel Farbe hat er jetzt auch nicht. Ist nämlich ein grüner Bulky Truck. Erinnert mich an, ja, Hound, den ich dann im Roboter-Modus vergrößern werde, also vergleichen werde. Ein Größenvergleich also. Und ja, leider kommt Longhaul mit keinen Waffen. Ich weiß nicht wieso. Ich meine, er hätte eine Waffe gehabt. Man hat ihn auch in der Szene gesehen, wo er Ironhide und Ratchet angegriffen hat. Soweit ich weiß. Ich weiß nicht. Wo er RC getötet hat. Spoiler Alert. Wer nicht weiß, dass RC tot ist, jetzt weiß er es. Aber Spaß beiseite. Ja. Was ist eigentlich schon vom Fahrzeugmodus? Einmal zum Größenvergleich. Habe ich hier jetzt einfach mal Prime Evasion Mode. Ja. Also, das hier eine Voyager, das wäre eine Leader Class Figur eigentlich. Meiner Meinung nach. Ja, weil eine Voyager Class ist das hier. Das hier ist schon eine. Vielleicht vom Roboter-Modus aus ist es eine Voyager Class Figur. Aber im Fahrzeugmodus wäre das auch eine Leader Class Figur. Also, man sieht die Größe hier. Ne? Ist schon ein krasser Unterschied, wie groß und wie klein die Figuren heutzutage werden. Ja, Longhorn hier wurde groß. Und ja, das war's auch schon vom Fahrzeugmodus. Kommen wir nun zur Transformation. Die Transformation erfolgt wie halt in der Anleitung, und zwar vom Fahrzeugmodus in den Fußmodus und dann in den Robotermodus. Halt vom Fußmodus in den Robotermodus. Naja, auf der Anleitung steht jetzt Robotermodus in den Fahrzeugmodus und Fahrzeugmodus in den Fußmodus. Ich mache das aber andersrum, deshalb, wer gerne den Robotermodus, die Transformation vom Robotermodus zum Fahrzeugmodus sich anschauen möchte, verlinke ich hier unten in der Beschreibung die Just Transformed. Die Transformation von Longhaul. Nur die Transformation. Ohne, dass ich spreche. Ich zeige euch einfach, wie man den transformiert. Und ja. Kommen wir nun zur Transformation. Und zwar zum Fußmode. Oder Modus, eher gesagt auf Deutsch. Ja, was wir jetzt machen ist, kommen hier vorne, hier hinten, lösen einmal diese Paneele. Die sind an diesen Pins hier dran gepinnt, damit wir Freiheit haben. Dann kommen wir hier, packen hier mit den Zeigefinger und den Daumen, ziehen wir das am besten nach hinten, so, bei diesen, an diesen Pins hier dran befestigt. Das gleiche hier auch, hier hast du dich schon gelöst, was mir auch weitergeholfen hat, denn das tut verdammt weh. Ich habe hier schon Wunden, weil die Figur ja neu ist. Die habe ich ja auf der Cons geholt. Ja. Aber die, wenn man die auspackt und dann transformiert, werden die echt schwer sein zu verbinden, diese Türen. Wenn man die etwas länger hat, dann ist es kein Problem, aber es tut weh. Nichtsdestotrotz kommen wir weiter zur Transformation. Dann sliden wir einmal hier das hier nach oben. Und drehen das einmal herum. So. Und klappen es einmal wieder rein. Das gleiche hier auf der anderen Seite. Sliden es einmal raus. So. Drehen das einmal. Und man sieht hier halt, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, hier diesen Pin, der hier hineinkommt. So, und dann splitten wir einmal hier die Front, so, und oh, der Kopf sollte eigentlich eingedreht sein, also bei der Transformation ist der Kopf immer drin, ne? Und dann kommen wir hier, splitten einmal diese Front, so dass dieses Teil hier oben ist,
und bewegen dann einmal hier die Füße so nach oben. Bevor wir das dazu kommen, bringen wir einmal hier diese Teile hier nach hinten, damit wir hier viel mehr Freiraum haben, um es nach oben zu bringen. Es ist an einem schönen Ratchet Joint, wie man hören kann. So, und dann kommen wir hier und klippen dann halt diese Seite jetzt hier oben dran. Man sieht hier diesen Pin, der dann hier wieder hinein getappt wird, sozusagen. Gleich auf der anderen Seite, aber ihr müsst sicher gehen, dass hier dieser Pin an der Hand dran befestigt ist, sonst klappt das nicht. Und ja, schon haben wir es dran gepinnt. Und zu guter Letzt kommen wir nun zur Hacke, und zwar bringen wir einmal das hier ganz nach unten, so, lösen einmal die Räder und bringen die einmal nach hinten. Das gleiche hier auf der anderen Seite. Die sind nämlich hier an diesem Pin befestigt, der hier hinten, da hinten in die Lücke, also in die Vertiefung hineinkommt. So, und schon haben wir Longhorn in seinem Fußmodus. Ja, so sieht der Fußmodus aus. Er ist nämlich wackelig, das ist normal, denn er hat einen Ratchet Joint, wo man Devastator halt danach so positionieren kann, halt wie man möchte. So eine Kampfposition zum Beispiel. Hier ist dann Longhorn und hier ist dann Rampage. Also man muss sich vorstellen, also das Ding ist schon heftig. Ich weiß jetzt im Kopf, wie groß der Devastator wird. Ich habe keinen Schimmer, wo ich dann die Figur hintun soll. Ich habe nirgendwo Platz, um große Figuren hinzutun. Deshalb habe ich auch keine großen Figuren im Moment gekauft. Weil ich keinen Platz habe, ne? Aber ich habe mir vor, dass ich noch dieses Jahr eine Renovierung mache vom Zimmer, dass ich genau einen Plan erstelle, wie ich halt mein Zimmer renovieren möchte. Oh Gott, mein Deutsch ist so kacke. Entschuldigung, aber Deutsch ist nicht meine Sprache. Obwohl ich Deutsche bin, aber ich mag kein Deutsch, ja. Nichtsdestotrotz versuche ich auf jeden Fall einen Plan zu machen und schaue dann, wie ich alles aufstellen werde. Denn meinen Drehplatz würde ich auf jeden Fall umstellen, und dann sollte es auch schon gewesen sein. Naja, nichtsdestotrotz seht ihr hier den Vergleich zum Fußmodus, so sieht er aus. Ja, hier hinten halt die ganzen Brustkörbe, was nicht auffällt. Ne? Und ja, kommen wir nun zum Robotermodus. Und zwar, was wir machen ist, bleiben hier, bringen das einmal nach oben, nach unten wieder. Was wir aber, bevor wir das machen, bringen einmal hier diese Teile wieder nach hinten. So. Bringen das einmal nach oben, nach oben sozusagen, wenn man das hier so betrachtet. So. Und arbeiten oben an den Armen weiter. Und zwar lösen einmal hier dieses Teil vom Pin und lösen einmal den Arm hier von diesem Pin. Das gleiche auf der anderen Seite. So, bringen es nach oben. Dann kommen wir zu den Beinen, arbeiten an den Beinen weiter. Bringen das hier bis es einrastet, splitten einmal die Beine, drehen es einmal auf die andere Seite, bringen das Draht einmal rein und knacken das ein. Das gleiche auf der anderen Seite, einmal rumdrehen, Fuß raus, hier das gleiche, und dann knacken wir den, so dass halt ein Clip entsteht, so ein Clickpoint sozusagen. Und schon haben wir die Beine fertig. Kommen wir nun zum Oberkörper. Hier ist es ein bisschen tricky. Und zwar, was wir als erstes machen, ist, ja,
bringen hier die Schulterplatten nach unten. Dazu bringen wir einmal die Reifen nach unten. Und wir sehen hier so einen Pin, der dann hier hinein einrastet. Das heißt, wir bringen einmal die Schultern nach oben und es rastet schon ein. Das gleiche auf der anderen Seite. Bringen es einmal so oben. Bringen den Draht ein bisschen nach vorne und klippen das ein. So. Und dann kommen wir einmal hier zum Arm, bringen es einmal zurecht und drehen es einmal, weil bei der Transformation in den Fahrzeugmodus war es so im Robotermodus und man muss es halt hier so hinbiegen, sodass dieser Bewegungsjoint hier halt an die Seite, an der Seite ist. Und zwar drehen wir das einmal so rum. Dann kommen wir hier und klappen einmal nach unten und klappen es dann dazu, aber damit ihr Platz, Freiraum habt, Entschuldigung, so, klappt ihr einmal das Ding so nach innen, dreht es einmal und slidet es wieder rein. Dazu könnt ihr dann den Reifen einmal nach oben, also nach hinten bewegen und schon habt ihr einen Arm fertig. Das gleiche auf der anderen Seite, genauso. Bringen es einmal so herum, sliden es nach oben. Sliden es einmal runter. Und ganz nach unten, sonst bricht ihr das ab. Drehen es einmal, positionieren das einmal. Drehen einmal hier den Ellenbogen. Bringen das einmal so in 90 Grad Position, damit wir Freiraum für den Reifen haben. So, bringen einmal den Arm wieder runter. Und zu guter Letzt bringen wir dann einmal das hier so nach oben, so dass wir sehen, und zwar seht ihr jetzt hier so eine Einraststelle, so wie hier. Und ihr seht einen Pin am Reifen selbst. Der Platz ist dazu da, um den Reifen da einzurasten. So dass er halt nicht die ganze Zeit wackelt oder sich nach vorne bewegt. Dann könnt ihr ein bisschen die, je nach Wunsch, könnt ihr gerne die Reifen ein bisschen so nach hinten beugen. So dass es halt akkurater aussieht. Und dann bringen wir das ganze Backpack nach oben. Ihr seht hier diese Stelle hier, die hat, hier sieht man extra so eine freie Stelle, wo das halt reinkommt. Und dieser Pin hier kommt hier hinein. So, schon haben wir das Backpack fertig. Nun drehen wir einmal den Kopf herum. Und schon haben wir Voyager Class Constructicon Long Haul im Robotermodus. Ja. Hier haben wir Longhorn im Robotermodus und er sieht einfach mega aus, ja. Vor allem die Details, schaut euch das mal an. Wie viele Details hat der bitte schön? Das ist einfach die geilste Constructicon-Figur, die ich bis jetzt habe. Also das ist eigentlich meine einzige, aber es kommen ja noch mehr. Und da kann ich jetzt schon mal sagen, dass Rampage besser nicht besser aussieht als Longhorn. Also von den Details her ist Longhorn besser als Rampage. Und der Rest von den Constructicons. Aber es kann sich auch ändern, sobald wir die neu anderen bekommen, die dazugehören. Und zwar Overlord, Scavenger, Scrapper, Mixmaster. Das sind die vier, die noch fehlen. Sonst haben wir dann alle und können den auch schon kombinieren. Auf jeden Fall sieht er fantastisch aus. Schauen wir uns mal die Details genau an. Der Kopf sieht hochdetailliert aus. Man sieht auch die roten Augen da vorne. Haben wir Silber. Schönes Silber an der Brust. Dann haben wir hier die Front. Soll halt die Brustplatte von der Front sein, vom Fahrzeugmodus. Schöne Details. Man sieht, man erkennt viele Details an der Brust. Was sehr, sehr cool ist. Und dann haben wir hier Silber noch. Dann haben wir hier die Fahrzeuglüfter. Viele Details an den Beinen hier.
detaillierte Details, sehr, sehr hoch detaillierte Figur. Also schon meine Lieblings-Voyager Class-Figur. Deshalb hat sich auch es gelohnt, ihn zu holen. Weil ich hatte eine Entscheidung zwischen ihm hier und einem anderen Transformer von der Studios-Figur. Was aber nicht weiter schlimm ist, denn ich habe ihn ja jetzt geholt und extra für euch eine Review da rausgebracht. Ja, hier Silber an den Armen, sehr, sehr schön. Und hier oben natürlich Details noch. Mechanical Details hier, also sehr, sehr cool. Ja, kommen wir kurz zum Größenvergleich. Dazu habe ich dann einmal Hound. Ja, ich meine, die sehen aus wie Blutsbrüder. Wobei er ein Autobot ist und er ist ein Decepticon. Ah, aber die sind beide halt breit und kräftig. Also ich benutze jetzt nicht das Wort fett. Aber die sind halt schon ausgestattet mit viel Details und viel mehr, ja, was soll ich sagen, gepanzert sehen die aus. Also der ist mit Waffen bewaffnet, hat innen drin, eigentlich ist er innen drin ein Lauch, soweit ich weiß. Aber wenn man den so ausstattet, ist er viel breiter und kräftiger und passt dann halt gut zu Longhorn. Ein bisschen näher dran. So kann man es besser sehen, ne? Hoffe ich mal. ja. So viel auch zum Größenvergleich. Ja, die Bewegungspunkte an ihm sind einmal hier der Kopf. Der kann sich 360 Grad einmal umdrehen. Dann haben wir einmal im Armbereich. Er lässt sich zwar bewegen, aber sehr schwer, denn es berührt halt hier diese Armplatte, berührt halt diesen Reifen. Und es ist möglich, dass hier der Reifen irgendwann mal abbricht. Das ist nicht so gut gelöst. Man könnte den Arm etwas nach unten schieben, so dass man halt viel mehr Freiraum hat, oben, um den Arm zu bewegen. Aber ist nicht schlimm, man kann es auch so hinbekommen. Und ein Ellenbogenbereich von 90 Grad oder über 90 Grad Winkel kann sich nach oben, naja, nach oben geht es auch, bewegt sich halt, rotiert auch in ein auf eine Seite. Und dann hat er natürlich hier noch am Unterarm eine Bewegung, was jetzt natürlich schwer ist, denn der Reifen stört. Und die Reifen halt kann man auch positionieren, wie man möchte. Ja, geht auch. Zack, kann die nach vorne, kann die nach hinten, kann die auch einrasten lassen, wie ihr möchtet. Könnt ihr ein bisschen nach unten schieben. Dann haben wir einmal einen Ratchet Joint im Hüftenbereich. Den kann man einmal so ganz nach hinten bringen. Sieht so aus. Aber ich lasse es besser so, denn so sieht es auch viel besser aus. hat dann auch ein Kniebeugegelenk als von 90 Grad. Dann hat er hier unten ein so ein Bewegungspunkt halt im Fußbereich, wo man halt ihn in seiner Kampfposition platzieren kann, damit der auch besser steht. Ja, so. Und ja, sonst haben wir hier eine Rotation im Unterbein oder Oberbein, oberes an den Oberschenkel. Und ja, das war's auch schon von den Bewegungspunkten. Und hier, man kann auch die Füße ein- und ausklappen, ist aber für die Transformation geeignet. Und ja, so viel auch dazu. Kommen wir nun zum Backdrop. Ja. Er kommt hier mit seinem Backdrop von in Ägypten. Man sieht hier auch Devastator Schatten.
was ziemlich gut aussieht. Ist aber bei jeder Constructicon-Figur. Deshalb wundert euch nicht, wieso es sich tausendmal wiederholt. Ja, ihr kauft eine Constructicon-Figur und dann kommt auch die ganze Zeit dieser Schatten und diese Pyramiden weg. Und das war jetzt nicht so toll. Aber Long Haul lässt sich gut positionieren. Ja, kommt direkt einen guten Eindruck zur Figur. Und ja, das gefällt mir auch sehr gut an der Figur. Und ja, wir sind auch schon am Ende der Review von Studio Series Constructicon Long Haul von der Transformers Revenge of the Fallen Filmreihe. Und ja, meiner Meinung nach ist es eine sehr, sehr geile Figur. Lohnt sich auf jeden Fall, sie zu holen. Auch wenn man gerne den Devastator haben möchte in Zukunft. Denn er ist ein Teil von Devastator selbst. Nämlich der rechte oder eher gesagt der linke Fuß. Und ja, es hat sehr viele Details an sich. Die Bewegungspunkte sind super. Aber eins stört mich natürlich hier wegen dem Freiraum an den Reifen hier. Ist es nicht so toll, aber nichtsdestotrotz eine super geile und sehr bewegliche Figur. Entschuldigung. Und ja, hat auf jeden Fall diese Stand-Bewegungspunkte, damit man in den Kampfpositionen reingehen kann. Und ja, der Fußmodus gefällt mir auch. Ich bin schon gespannt, wie man ihn da zusammenbringt. Und ja, das war's auch schon von mir. Ich bin der Servus Prime und bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal ein Like da. Und vergesst hier unten mich nicht hier unten zu abonnieren und hinterlasst doch eine Glocke da. Damit ihr meine Videos nicht verpasst. Und schreibt gerne einen Kommentar da, was ihr von dieser Figur haltet. Und ja, das war's auch schon von mir. Und sage bis dahin. Ciao.